Moin Moin und herzlich willkommen zu Bote TV. Wir testen heute die Brandsmar Mondial 37. Ja, sie fällt optisch aus dem Rahmen, ist für die Küste zertifiziert und gilt als familientauglich. Die Optik erinnert an Trawler und Hochseefischer, die ein weit vorn angesiedeltes Steuerhaus und dahinter ein weites auslaufendes Deck für die Fanggeräte haben. Diese Schiffe stehen in aller Regel dafür, dass sie Wind, Wetter und See trotzen, was sich vertrauensbildend auswirkt. Ein Hochseefischerboot scheint aber weniger die Absicht von Brandsmar zu sein, eher dessen Aussehen zu imitieren und sich daran zu orientieren. Da sich zum Zeitpunkt des Tests der Motor weigert, Vollgas anzunehmen und auch der Propeller noch nicht perfekt abgetrimmt ist, greifen wir auf die späteren Messdaten der Werft zurück, die soweit mit unseren übereinstimmen. Demnach kommt die Mondial mit einer Tankfüllung und 3,2 Knoten Fahrt 1032 Seemeilen weit. Bei 8,3 Knoten sind es nur noch 156 Seemeilen. Mit einem Tempo von 5 Knoten beginnt der Rumpf Wellen zu erzeugen, die mit zunehmender Fahrt an Intensität zunehmen. Eine Tankfüllung reicht dann für eine Wegstrecke von etwa 658 Seemeilen plus Reserve. Wir fuhren all unsere Testmanöver mit 7 Knoten. Das Testboot reagiert direkt auf jeden Kurswechsel und in langsamer als auch schneller Fahrt durchmessen die Vollkreise nicht mehr als 2 Bootslängen. Erst nach dem Anlegen bemerkten wir, dass während der schnellen Kurvenfahrten aufgrund der moderaten Kränkung nach außen Wasser über die Speigatten eingedrungen ist. Seitendecks und Cockpits präsentieren sich daher feucht. Dass man so weit vorn am Salonfahrstand sitzt, ändert insgesamt das ganze Fahrgefühl. Es ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, wenn bei Kurvenfahrten das Heck des Bootes scheinbar um einen herumschwollt. Man hat sich aber schnell dran gewöhnt. Hier oben gibt es abgesehen von der super Übersicht, die man an dem Fahrstand hat, insgesamt 18 Quadratmeter. Reichlich Platz zum Sitzen und Liegen und außerdem besteht die Möglichkeit, ein Dinghy unterzubringen, sofern ein Kran installiert ist. Der Rundumgang ist asymmetrisch verteilt. An der Backbordseite haben wir viele kleine Stufen, während auf der Steuerbordseite ein direkter Zugang zum Fahrerhäuschen besteht. Das Boot verfügt übrigens über 3 Fahrstände. Der hier auf dem Achterschiff ist ein Extra und verfügt nur über Schaltung und Hilfsruder. Den wettergeschützten Hauptfahrstand vorne im Deckshaus mit allen Instrumenten und Bedienteilen und einen leicht abgespeckten, den wir eben auf dem Oberdeck gesehen haben. Darüber hinaus kann auch eine Fernbedienung hinzugekauft werden, die alle befehligt. Der Bau des Kaskos, Lackierung und Möbelbau wird von Subunternehmen durchgeführt. Brandsmar zeichnet sich verantwortlich für alles, was mit Technik und Elektrik zu tun hat. Das Ergebnis ist ein sehenswertes und interessantes Boot. Bis auf den Stahlkörper, den in den Oberflächen etwas Feintuning guttun würde, können sich die Möbel und Innenausbau wie auch die technischen und elektrischen Installationen sehen lassen. Der Salon ist sehr gemütlich. Der Rudergänger sitzt dank Drehstuhl übrigens mit am Tisch. Einen Kompass suchen wir leider vergeblich, dafür bietet der Touchscreen alles, was das Herz begehrt. In seiner Hand hat er übrigens kein Handy, sondern die eben angesprochene Fernbedienung. Unser Testboot kommt mit 2 Kabinen und 4 Kojen daher. Die Bugkabine beeindruckt mit ihrer hohen Decke und sollte sich für Leute eignen, die nachts lieber nicht zu nah aneinander liegen. Die obere Koje ist eher was für Sportler oder Kletterer, denn es ist immerhin ein Doppelbett und es gibt keine Leiter. Unser Testboot verfügt über ein großes, angenehm gestaltetes Bad mit Dusche samt WC. Man fühlt sich hier sehr wohl. Unser Fazit? Mit der Mondial 37 fällt man auf, ganz klar. Das Fahrgefühl ist gewöhnungsbedürftig, dennoch ist sie ein wendiges Boot. 4 Schlafplätze und viel Platz unter sowie an Deck machen die Mondial 37 zum idealen Urlaubsboot für 4 oder mehr Tagesgäste.